bei der Podiumsdiskussion heute ist diskutiert worden, ob dieser Fall verhinderbar gewesen wäre. Ist das überhaupt eine zulässige Frage? Ich glaube, dass das Böse immer hier sein wird, solange es Menschen gibt. Ich glaube, dass es immer auch Verbrechen, Tötungen und leider auch Kindertötungen geben wird. Und generell verhindern kann man solche Fälle nicht. Im Einzelfall muss man natürlich jetzt schon prüfen, wo sind die Verantwortlichkeiten. Wir dürfen allerdings nicht alle Schuld immer den Ämtern, Behörden zuweisen, weil die sind natürlich immer in einem schwierigen Bereich tätig, wissen oft von diesen Dingen nicht und können natürlich auch die Situation nicht immer richtig einschätzen, weil niemand von uns in die Zukunft blicken kann. Schließlich glaube ich, dass es letztlich einfach darum geht, dass wir gesellschaftlich ein Klima entwickeln, in welchem es keine Gewalt gegen Kinder geben kann, keine Vernachlässigung und in dem auch jeder von uns lernt, hinzuschauen und Verantwortung wahrzunehmen. Werden Sie, Herr Dr. Haller, gerichtlicher Gutachter werden in diesem Fall? Das weiß ich nicht. Das Gericht bestimmt Sachverständige ihres Vertrauens und das wird man dann sehen, ob diese Aufgabe auf mich zukommt oder nicht. Können Sie uns sagen, was in einem Menschen vorgehen muss, der einen Dreijährigen mit Schlägen tötet, aber dann auch noch die Rettung informiert? Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die entsprechende Person nicht untersucht habe und es meines Wissens noch überhaupt niemand genau weiß, wie die Hintergründe sind. In der Regel sind bei solchen Taten immer mehrere Gründe mit im Hintergrund. Eine entscheidende Rolle spielt oft auch eine gewisse Überforderung, dass jemand mit einer Erziehungssituation, mit einem Kind überfordert ist und dann zunehmend die Kontrolle verliert. Natürlich gibt es auch die Fälle, bei denen jemand sehr sadistisch ist und seine eigenen Frustrationen an einem noch hilfloseren Wesen auslässt. Und das muss man jetzt genau abklären. Wie war das? Welchen Einfluss haben Alkohol, Drogen, Affekte gespielt? Und dann erst wird man zu einem Bild kommen können.